So, weiter geht es mit einer weiteren Folge Let's Play Mafia 3. Im letzten Part haben wir die Schwarzmarktgeschäfte von Arti ein bisschen geschädigt halt und haben Arti dann am Ende auf unsere Seite gezogen. Sind auch immer bei so einem Einfallstrecker mal kurz verreckt, weil die Schrotze mal wieder von hinten kamen. Aber egal. So, wir machen jetzt weiter mit dem Glücksspielgeschäft. Man soll mit Sweet Danny Little reden. Alles klar. Kennen wir uns? Nein. Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst... Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. Two Dicks hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Two Dicks Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Ja, und du stehst hier sinnlos auf dem Dach. Okay, wir machen... Ich befrage hier den Kurier, weil hier gibt es nämlich noch ein Gemälde. So, mal wieder 50.000 Schaden. Wirklich Spielautomaten manipulieren. Naja, wenn uns einer über den Weg läuft, dann können wir es ja machen. So, es regnet immer noch. Und wir fahren immer noch das Cabrio. Ja, da wäre so ein Informant gewesen. Der ganze verdammte Container. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Ich schiebe. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Auch nur hast dich wacker geschlagen, aber komm nächstes Mal in einem Wagen mit stärkerer Federung. Es ist ja nicht wie Scheinchen einsammeln. Die elenden Münzen werden sehr schnell sehr schwer. Und dann legen dich plötzlich die Uhren aus, weil deine Kerle hinten am Boden schleift. Und unser Boss ist nicht der Typ, der jemanden aus dem Knast holt, der sich... Was soll die? Was zum... Ein bisschen diskret nervös. Ich hab hier einen Toten! Ich glaube, der will jemanden umlegen. Vielleicht ist er irgendwo hier drüben. Voll. Was war das?
Ja, komm mal her. Ist das denn? Erzähl mir was von Tudix Glücksspielgeschäften. Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Dein Arsch gehört jetzt mir. Hier einen Arzt! Ist ein Arzt hier! Warte. Hallo! So hinkriegen? Runter, ein Bewaffneter! Ich will hier nicht sterben! Los, schnell weg hier! Ah, lauf! Lauf weg! Ja. Kinder. Wo sind sie? Oh, ganz weit da unten. Ey. Es geht ab ins Bayou. Oh Gott, ich will nicht sterben. So, ist das nur ein Schlitten hier? Ja, bestimmt. So, den nehmen wir mal wieder mal. So, wir haben unseren kleinen Mann dann wieder, unseren kleinen gelben Flitzer wieder. Mal sehen, wie lange. Ja, wir fahren jetzt zum Bayou und da kann ja auch ganz schnell die Karre geklaut werden, ne? Ja. Kurz an einer Langkrücke. Geht's auf die Schotterpiste. Hmm.
mitgebracht. Für später. Das könnte ja schon wieder in der Schießerei enden hier, ne? Die Alligatoren sind hier wieder aktiv. Was ist das hier gedürft? Automatik. Ich bleib bei meiner AK. Sich etwas beruhigt. Du hast ihn aber nicht, Nö, wir haben ihn bloß zuschauen lassen, wie einer der Jungs die Alligatoren gefüttert hat. Vielleicht habe ich ja auch angedeutet, das Fleisch könnte von Menschen stammen. Gut. Denn wenn Eddie diesen Kampf nicht schmeißt, kriegen die Alligatoren etwas echtes Menschenfleisch zu futtern. Tja, die hier sind in den Sümpfen, die haben schon einiges abgekriegt von euch Ganoven. Dann muss schon wieder pissen, ey. Schwanzlutscher! Da ist er! Mach diesen Sack voll Scheiße tot! Na, wen haben wir denn da? Endlich, Arschloch! Ich bin zu jung zum Sterben! Da bist du! Da vielen Dank für deine Kooperation. Komm, wir bringen dich hier raus. Kannst du laufen? Ja. Gut. Du solltest nämlich weg sein, wenn Tulex Leute dich suchen kommen. Ich bin verdammt nochmal schon weg. Mann, und so hat man wieder die Chance mal erreicht. Geht doch schnell, ne? Wie in der letzten Folge. Oh, der hat sogar drei Vollstrecker. Na gut, dann. Machen wir nochmal die drei Vollstrecker. Und gehen mit guter Hoffnung, dass wir auf keine Schrotflinte treffen. Scheint ja wirklich so
durchzugreifen. Also fast One-Shot hier mit unseren, sagen wir, drei Balken noch schon fast im Roten drin sind, und dann ist bloß noch eine Kugel gekommen und das war's mit uns, so wie es in der letzten Folge auch war. Der blinkt lang, bevor es wieder zu einer, zu einem Zusammenschluss kommt. Okay. Elender Trampel! Diese Klausel mit den Untergruppierungen der FHA Integration zu umgehen. Technisch gesehen kann der Vermieter sich darauf berufen und ihre farbigen Freunde fortschicken. Ehrlich gesagt. Vielleicht den Familienkammer aus dem Spiel aushalten. Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Wie läuft's, Kumpel? Wenn ich es dir sage, Tony, es juckt ziemlich schlimm. Also, dann habe ich... Spielen wir noch eine Runde? Oh, Scheiße. Wie spät ist es? Zeit für dich, noch eine Runde zu spielen, damit ich mein Geld zurückgewinnen kann. Der Verfluchter Molotow! Ist da jemand? Hab dich, du Arschloch! Heißt? Höchste Zeit, dich aufzumischen! Teufel! Bam, 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 bam. Weiter geht's zum nächsten. Marina will dieses Baby nehmen. Vielleicht den Familienkammer aus dem Spiel aushalten.
Florian. Noch zwei. Alle rum am Wochenende. Die freuen uns auf euch. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Hier drüben ist es auch ruhig. Was wieder die verdammten Kids? Er schießt! Lauft weg! Lauf. Jesus, weg hier! Allmächtiger, weg hier! Ich höre keinen Mucks. Steht hier nicht umrum! Rennt weg! Ich will hier nicht sterben. Ich brauche hier... Er ist hier. Ich reiß dich jetzt! Oh, es kommt mal her. Wo warst du in Vietnam, Alter, mit deinen Schießkünsten? Ich seh dich. Ja? Sehr sicher? Ich hab ihn entdeckt! Nicht zurückziehen! Ist es da oben? Ich steig am besten mal aus, ne? Herausgefunden, wie er uns helfen kann, aus dem Schlamm zu klettern und nach den Sternen zu greifen. Ich habe sein Haus in meinem Hotelzimmer, wenn es dich interessiert. Oh, tut mir leid. Das war bestimmt nicht mit Absicht. Ich bin aufgeregt, weil sich die Fugen nur zusammenschließen oder sowas. Nennt. Hitler dagegen hat recht. Oh. Ich besorge dir beim nächsten Mal sein Buch. Hä? Verschwindet hier! Machen Sie meine Kinder nicht zu Waisen! Lauft! Weg hier! Ruf die Katz! Wir brauchen ja einen Arzt! Ein Arzt hier! Weiter in diesen Fleischwolf! Und die schmeißen ihre rein! Und dabei kommt nichts Gutes raus!
Hat schon was Unmoralisches, die Bombe zu diesem Zeitpunkt nicht einzusetzen. Ruf deinen Krankenwagen! Er wurde geschossen! Ich werde das wohl mal da drüben probieren. Mit diesem Testament nicht mehr unter Druck setzen. Oh, ich Zeit. Ich weiß. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Wurde gerade einer erschossen. Mein Fehler, Entschuldigung. Ja, und die steht immer noch hier. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdown. Bin gleich da. Das Letzte, was der tut, ist mit. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Nee, du verlierst das. Okay, ich wäre dann soweit. So. Quatschen wir mal mit Danny. Über Two Dicks. Keiner will mehr wetten, seit du auf Two Dicks los bist. Hey, was immer du gemacht hast, Eddie befreit oder so. Aber Two Dicks kam in der Boxhalle vorbei, war stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Weiter. Das Arschloch Two Dicks wartet auf dich. Gut, dass Eddie da raus ist. Hätte nie mit Two Dicks Leuten rumhängen dürfen. Haben die echt Zeugs geklaut und es in der Bäckerei versteckt? Mann, weiße. Na. Die Bullen in Southdowns abzuschütteln? Alles klar. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Okay, da vorne ist Tudix Saloon. Ich könnte hier in Southdowns eine Lieferung gebrauchen. Bin gleich da. Und versuchen es wieder durch die Hintertür, aber vorher starten wir uns wieder mit Waffen aus. Beim Waffenhändler des Vertrauens. Zeig mir mal, was du hast. Munition aufstocken. Oh, hier was davon was. Was gibt's hier? Oh, haben wir schon drinne. Von der Landgeschlüssel. Bin hier weg.
passiert hier unten? Zu viel mieses Hudu. Fühlt sich an, als wäre die verdammte Stadt verflucht. Bösen alle, die stehlen, die dir ins Gesicht lügen, die leben. Da ist ein Eingang. Also, was ist jetzt mit dem Fünfer? Unsere Jungs sterben links und rechts und du willst eine Wette abschließen? Leck mich. Ist eine sichere Sache. Das hier ist sicher. Entweder du kriegst deinen Arsch hoch oder du liegst auch bald unter der Erde. Scheiß drauf, mach einfach deine Arbeit. Armer Teufel. Ich ihn an den Tisch bringe. Arschloch ist direkt auf seinem Auto gelandet. Hier geht irgendwas vor. Glauben Sie etwa, das hat was mit der... Ich seh ihn! Geh einfach! Bleib hinter mir! Nicht zurücksehen! Cassandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefonen brauchen. Ich würde das gern für dich erledigen. Oh, Scheiße! Verpasst ihr noch! Hey? Hören Sie mich auf! Scheiße! Ich muss nach! Ich drück da hin! Da bist du also! Ich bin getroffen! Ich geh in Deckung! Höchste Zeit, dich aufzumischen! Nein, nicht, Jungs! Der mich wehgetan haben! Auf alle von uns gekillt! Ich muss nachladen! Gib mir Schutz! Granate, weg hier! Er ist hier! Schnapp den euch! Stecke fest! Scheiße! Ich sehe ihn! Getroffen. Da ist er! Fertig! So.
Ne, scheiße, hier laufen, ne? Das Glücksspiel in dieser Stadt ist jetzt in meiner Hand. Arbeite für mich und du bleibst am Leben. Okay, okay. Ich werde für euch arbeiten. Kluge Wahl. Und der Saloon geht an Burke. Kannst du ein paar Männer nach South Downs schicken, dass wir die Kontrolle nicht verlieren? Abgemacht. Du rufst genau den Richtigen, um beide Läden zu sichern. Wird dir nicht leid tun. Lincoln Clay überzogen diese Stadt mit einer Welle der Zerstörung, wie man sie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr erlebt hatte. Clay, irgendwie verwandt mit Cassius? Wohl eher nicht. Gut, haben wir hier nochmal das Jesus-Magazin mitgenommen. Okay, wie es dann weitergeht mit Ares und Co., das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Let's Play Mafia 3. Ich bedanke mich mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen bei euch, ne? Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein nettes Kommentar ist auch erwünscht. Ja, würde ich sagen, bin ich raus heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.